Könnt ihr schon verteidigen? Ja, die kommen da unten nicht. Greif hier zurück an. Da sind außenpannierte Systeme, die man sich hier snacken kann, vielleicht. Weil gehe ich nämlich nach oben und greife dann da die Hauptwelt an. Ja, ich glaube, sie wollen sich auch gegen dich verteidigen. Scheiße, okay. Die haben da eine 5000er Defensivstation aufgebaut. Mach platt. Kurz die Schlachtschiffe noch umdesignen. Hey, ja, ich habe hier jetzt zurückgerobert. So, ich bin zu faul, mach das automatisch. Ich nehme jetzt die ganze Arbeit hier ab. Auch wenn das automatische Forschen nicht optimal ist. Bop, bop, bop. Aber es geht alles so schnell, dass ich da nicht drauf reagieren kann. Wo ist denn die Feindflotte überhaupt? Weiß ich nicht. Sie war gerade eben unten. Das heißt, sie wird wahrscheinlich gerade alle zu dir fliegen. Also die Cyprex-Kriegsform zu bauen dauert ewig. Ja, aber wenn du brauchst aber auch nur ein einziges Cyprix-Kriegsform, um dir alles wegzureißen. Naja, die hat 18 Schaden, normaler 3. Aber was ein System, ey, da hätte ich viel früher schon reingehen sollen. Ja, die 7-fach Gesundheit. Ich brauche jetzt 4 davon. Ja, der Punkt ist, dass sie auch keinen Moralschaden bekommen, dadurch halt einfach nicht zu töten sind. Fliegt der Ersche gerade einfach in mein System rein, da bin ich aber eigentlich dagegen. Wo kommt denn das Schlachtschiff jetzt her? Hat der auch mal das Design nochmal gemacht? Verdammt. Die abgeschirmte Welt könnte ich auch mal einnehmen. Vor allem könntest du vielleicht Ionides da einnehmen. Oh? Ja, das mache ich nicht. Das mache ich irgendwann auf dem Weg. Das System ist jetzt so irrelevant. Ja, ich verteile hier unten auch gerade Fortschritte. Hä, wo sind die Schlachtschiffe hin? Lustig, ich kann da nicht hinfliegen. Es gibt keine Route. Das hat gar keinen Sinn. Boah, ich dachte, die Penner-Demokraten haben uns jetzt direkt nochmal den Krieg erklärt. Was? Das könnt ihr noch nicht. Das dauert noch. Zersplitterst du eigentlich alle, gegen die du mal Krieg führst? Warum haben die uns jetzt den Krieg erklärt? Für was? Weil sie wahrscheinlich hier sauer war, dass ich hier die Vasallen gemacht habe, die sie angreifen wollten. Wir greifen da unten gerade euch an. Mit der 4,5K-Flotte, ne? Nur so als Info. Das ist nicht mein Problem, das sind nicht meine Systeme. Ich ziehe da meine Flotte jetzt nicht mehr hin. Aber du hast dich ja gefragt, wo die Flotten sind. Da. Da sind die Flotten. I see. Ich greife dafür halt unten an. Wie lange geht eine Partie ungefähr? Lange. Frage. Ja. Kommt mal an, wie man spielt. Im Durchschnitt bis zum Jahr 2500, das heißt, wir sind jetzt gleich ungefähr ein Drittel durch. Und zum Ende hin wird es nicht schneller. Ja. Right. Ich würde dann, könnten wir jetzt sagen, ungefähr, wenn wir die durchspielen würden, würde sie ungefähr 12 Stunden dauern, weil wir um 8 angefangen haben ungefähr.
und jetzt halt in 4 Stunden fast mit einem Drittel durch sind. Nein, wir haben 100 Jahre, das ist eigentlich die Hälfte, wenn man bis 2-4 spielt. Ja. Okay, wenn man bis 2-4 spielt, haben wir die Hälfte, aber das standardmäßig ja geht weiter, ja immer bis 2-5, oder? Ich war letzte Runde, die ich gespielt habe, bei 2-4-3 durch. Da war das Spiel vorbei, weil Endgame-Krise besiegt. Dann kam meine Endgame-Krise aber sehr früh von der Zeit her. Das stimmt, normalerweise kommt die erst in Richtung 2-4-5. Also wenn du Standardeinstellungen machst vom Spiel her, dann ist 2-4. Dann 2-3. Ja, 2-4 fängt Endgame, aber 50 Jahre nach Endgame-Anfang, da kommen 10.000 Schiffe. Ich nehme jetzt die Hauptwelt ein. Da kommen 11.000 Schiffe. Ich glaube, ich ziehe mich erstmal zurück aus der Ecke. Ja, wenn die ihre Hauptwelt verlieren, dann mal gucken, wie die reagieren. Also prinzipiell können wir gleich das Buchwandel wählen zulassen. Ich nehme derweil noch mehr ein. Wenn ich ehrlich bin, würde ich auch gerne hier einfach nur Iru Stila da einnehmen und dann am liebsten Status Quo verhandeln. Ja, mal gucken, wenn es geht, Leute. Weil die hier jetzt halt mit der 10.000er Flotte sind, da kann ich halt nichts ausrichten. Weil ich habe hier eine 4.000er Defensivbasis. Könnte was werden. Ich dachte, anfänglich geht drauf. Ach komm, das lohnt sich nicht für den einen hier. So, mal gucken, wie stark deren Heimatwelt verteidigt ist. 200, wow. Ich komme mit 500. Eure Zeit ist gekommen. Na, 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 na. So. Beute, Beute. Also die Heimatwelt habe ich eingenommen. Ja, Status Quo können wir immer noch nicht verhandeln. Die sind jetzt halt hier unten unterwegs. Das dauert noch kurz. Aber sie könnten gleich mein Duwig-System einnehmen. Wieso habe ich auf dem Planeten minus 24... Achso, das ist gar nicht mein Planet. Das ist der, den ich eingenommen habe. Warum wird aus einer 2000er Station, wenn die einnehmen, eigentlich eine 5000er Station? Schon. Alle Bewohner dieser Spezies werden gesäubert. Schön.
du musst dir überlegen, die Story hinter meiner Rasse ist, dass die Sexbots die Menschheit übernommen haben. Ja, ein Traum. Die Universum übernehmen. Perfekt, oder? Geil, ich bekomme die verbesserte Maschinenkonstruktionsanlage. Oder hat die jemand von euch schon erforscht? Die was? Die verbesserte Montagefabrik. Keine Ahnung, was das ist. Ich hab's noch nicht erforscht. Wie ist das eine Verbesserung? Einfach der. Mal so eine Frage an unser Entwicklungsland. Kriegst du es hin, Jirba zurückzuerobern? Welche? das krieg ich gleich hin, wenn da. Lass mich da noch ein paar Truppen sammeln. Das klingt ja sehr überzeugend. Ich hab hier 4000 jetzt. Darf ich das Entwicklungsland essen? Nein. Ach, Mono. Das ist trotzdem noch mit unserer Föderation. Es sieht aber lecker aus. Ich hab auch gesagt, einmal kriegst du Zero noch zurück, beim zweiten Mal ist es meiner. Ich bin mit dabei auf ebenbürtig bei der Frontstelle übrigens. Zu dir. Aha. Kann ich mal jetzt aufgeben? Ich will mich noch einnehmen, ich hab schon drei Planeten. Ende von Prime Hub. Was ist passiert? Ja, die haben ja halt alles eingenommen und jetzt haben wir halt ein Föderationsmitglied weniger. Genau, ich bin jetzt weg vom Fenster. Oh Mann, ey. Hättest du mal was gesagt? Richtig, da hätten wir was noch machen können. Ah, der Trip war toll. Ich wusste nicht, was du mehr. Ich wusste nicht, dass du stirbst. Ob du stirbst, frage ich dich. Ja. Sag mal, deine Situation war eh nicht besonders. Och Mann, ey. Lebenswert. Das kommt noch dazu. Wer war denn überhaupt Prime Hub? Der war diese 4-Sternen-Nation, die hier bei Jirba waren. Ja, welcher Spieler? Welcher Name im Discord? Messias. Achso. I'm so sorry. Oh, wer ist denn da gestorben? Nur da hinten bei mir. Toll, wieder eine Flüchtlingswelle. Ja. Fick den. Ich werde schon wieder als Manager sich überall verteilt. Wer bist du? Ah, Moment, weiter. Kann der Krieg jetzt mal irgendwann aufhören? Krieg ist ewig. Ja, wir haben noch ein bisschen, bis Status Quo verhandelt werden kann. Ich bin hier gerade mal am Arbeiten und in der Ecke. Ob es ist eigentlich einmal Frieden, so als Frage. Wir werden angegriffen, wir verteidigen uns so und gewinnen halt brutal. Ja, wie gesagt, ich verstehe nicht, weil die haben da übrigens hier an einem schwarzen Loch bei dir hier eine 4000er Flotte. Ja, wow. Mein schwarzes Loch hat 15k, also. Außerdem gewinnen wir nicht brutal, wir haben einen Föderationsmitglied verloren in diesem Krieg. Jo. Das würde ich jetzt nicht als Sieg auf ganz Weil er nichts gesagt hat, ich hätte ihm ja meine Flotte geschickt, aber ich wusste von nichts. Der ist einfach so abgestorben wie so, keine Ahnung, so. Er ist einfach so gestorben. Ja. Ich war einfach mitten im Weg. Das Problem kenne ich. Ich überhole bald Wolf. Das ist doch cool. Was denn? Mit der politischen Macht. Ich kann noch ein paar Gesandte einstellen, wenn du willst. Parteien kann denn, was ich bei dir habe, kann ich zum Beispiel wirklich tun. Was meinst du? Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen. Ich baue die Wirtschaft gerade brutal auf. Und je mehr Flüchtlingskrisen es ist, desto stärker wäre, weil ich nicht die Arbeiterrechte habe. Das ist jetzt für mich durchgedruckt. Das ist ein bisschen kaputt davon. So, jetzt habe ich noch mehr diplomatisches Gewicht, weil es noch mehr Flüchtlingskrisen auslöst. Es gibt noch mehr Bewohner, noch mehr diplomatische Stärke. Danke. Es füttert mich gerade richtig damit. Notfalls habe ich halt Sklaven, wenn es ja Probleme hat. Geheime Informationen über Proof. War nicht.
Stimmt, da war ja was. Warum hat sich der Snail Swarm etwa von den Demokraten gesnackt? Ich habe mir überhaupt nichts gesnackt. Also Torell ist so ganz natürlich, das gehört dir einfach so, weil du da schon immer warst. Ich hab dich da gar nichts gesnackt, der hat keine Verbindungen zu denen. Ja, deswegen hat er sich das ja auch geholt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was du meinst oder von welcher Ecke du redest. Aber ich sage mal einfach ja. Das Torell-System. Fertig werden im Kackschiff. Ach du Kacke. Ich brauche nur eine zweite Flotte, ist noch schneller. Wir können Status Quo anbieten. Ja, mach. Gib mir einen Augenblick, ich möchte noch ein kurzes System erobern. Das ist jetzt nur noch eine halbe Minute. Ein bisschen was im Senat rumgucken. Kannst du schon. Geschossen haben, glaube ich. Jetzt können Sie Status Quo annehmen, wenn das durchgeht. Yay, jetzt habe ich drei neue Planeten. Doch, drei neue Planeten, toll. Oh, die wollte ich gar nicht haben. Ja, ich habe jetzt vier neue Systeme, das ist eigentlich ganz okay. Ich will die Planeten gerne abreißen. Ja, kannst du. Musst du einfach eine Bevölkerung unterholen. Aber es kostet extra. Das kostet leider richtig viel Einfluss, so einen Planeten aufzugeben. Und das zackt eigentlich voll ab in dem Spiel, manchmal. Du kannst auch einfach diese Rassen, die da drauf leben, einfach sagen, ihr seid nicht lebenswert. Die werden ja schon gesäubert, aber meine Roboter kommen da wegen Migration trotzdem hin. Dann verbiete doch Migration. Ach, egal, ich behalte sie einfach. Da muss jetzt echt die scheiß Richtlinie ändern, oder wie? Nee, du kannst Migration offen lassen. Deine Flüge. Er ist erwischt. Na, Bowie halt. Hallo, ich töte gerade extra auf der anderen Seite, damit die nicht zu dir kommen. Na, ich meine, weil die Planeten gerade total überrennt werden. Aber das ist nicht von dir, das ist vom Zerg-Schwarm. Ich muss die Planeten auch noch komplett umbauen. Oho. Die KI ist auch komplett behindert. Die baut einen Planeten und baut da dreimal, viermal Hyper Entertainment Forum. Oder sowas. Was? Die KI macht dumme Sachen? Ja. Mann, ey, erstmal abreißen. Das ist eine Menge. Prinzipiell, wenn du jetzt mehr als genug Truppen machst, kannst du ja mal gucken, ob du hier die Raider wegbekommst. Erstmal Verwaltung. Ja, ich brauche jetzt auch erstmal ein neues Verwaltungslimit. Ja, ich habe mittlerweile 16 Planeten, das artet so ein bisschen aus. Ich muss mal bei mir gucken. Ich muss jetzt einfach in den Sektor packen und dann sollen die sich alleine verwalten. Ach nee. Wo sehe ich, wie viele Planeten ich habe? Bei deinem Reiter. Ach da, ich habe 10 Planeten.
Das ist natürlich noch nicht ganz so wuselig wie bei dir, aber trotzdem nicht wenig, ne? Da ich ein Roboter bin, brauche ich ja ganz viel weniger. Oh. Okay. Nett. Da gibt es ja ganz neue Möglichkeiten. Du brauchst ja kein transzendentes Dings und alles. Damit kannst du ganz andere Fähigkeiten auswählen dadurch. Das ist natürlich. Wer hat denn jetzt eine Föderation gebaut? Ich habe gerade einen Diplomatic Alert dafür bekommen. Mein Verbündeter hat da Föderation vorgeschlagen. Aha. Ich weiß schon, warum ich immer mit Österreicher gespielt habe. Ha? Ich weiß schon, warum ich immer mit dir gespielt habe. Ja, weil Jana da wenig bin, was das Spiel wirklich verstanden hat und sich damit auseinandersetzt. Ja, dann guck dir mal die Stärke an im Senat. Wir sind die zwei Stärksten. Jetzt hat das ein bisschen gedauert und wir müssen die. Ja, wenn ich hier meine ganzen Typis da reinschicke und auch ein bisschen was in richtig erinnere, kann ich im Senat auch stärker werden, aber ich halte hier Föderationskohäsion, mache ich halt gerade. Oh, Flur! Oh, das Flur kenne ich. Was macht der eigentlich? Dann haben wir ihn, so weit bin ich nie gekämpft, dass mit dem. Nicht den Weltraumwolkenblitz? Ne, das war was anderes, ne? Wohl, das ist die Weltraumwolke da. Flur sucht, Flur findet. Ich weiß aber nicht, ob du alle Gesandte reinschicken musst, weil wir haben ja schon vollständige Kollision. Ja, ja, aber wenn ich die jetzt rausziehe. Ja, okay, ich könnte vielleicht zwei rausziehen. Ja. Mann, Mann, Mann. Was ist los, Prof? Ach, nix. Spiel ärgert mich. Das Übliche. Lass mal den Roller, das ist friedlich, bleib scheitern mal. Das ist beim ersten Mal. Sein Ratsveto eingelegt. Ja, die. Ach, Scheiße. Weil er Sklaverei verbieten wollte, das Sackgesicht da. Ja, ich nicht, mir ist es egal, ich bin Maschine. Ja, ja, deswegen ist ja, ja, bald, und ich hab nicht mehr dran gedacht. Ich finde es nicht gut, wenn menschliche Kreaturen versklavt werden als Maschine. Ja, aber wo ist es? Das, was ich versklave, ist ein lebendiger Salat, also bitte, ich kann ihn fressen. Auch lebendige Salate sollten nicht versklavt werden. Mir egal. Salat das ist Salat. Und das ist Salat ist Salat. Ah, mein Chips schlimm, da kurz rummachen. Was ist? Ich hab mein Chip gerade quer durchs Zimmer geschossen. Azuma, warum stimmst du dagegen? Stimm bitte dafür. Ah, da. Wofür? Dankeschön. Guck in den Senat. Ich habe mich schon gewundert zwischendurch, warum ich nicht vorankomme, aber jetzt ist das ja auch klar. Ich bin da eigentlich nicht für, wenn ich ehrlich bin. Stimmt dafür. Das ist sinnvoll. Bereitschaftsgesetz, okay. Das ist geil. Ja, es ist ja wichtig. Ich will aber nicht mehr einfach nur wichtig, weil ich habe mitunter die größte fucking Flotte. Das macht uns stärker, die Föderation. Die Föderation ist mir doch egal. Ich hatte. Tut mir leid, ich hatte hier zwei Ballaste in der Föderation drin. Jetzt ist es nur noch einer. Ich glaube, ich stimmt.
bald kein Ballast mehr. Wie gesagt, ich bin mittlerweile eben... Ja, ja, das sagst du schon die letzten 4 Stunden, dass du bald kein Ballast mehr bist. Ja, das war Pech. Du sitzt halt nicht zwingend den zwei Aggressoren. Ja, aber du wirst nicht weniger Ballast, nur weil du jede Stunde sagst, ich bin bald kein Ballast mehr. Das hab ich natürlich gesagt. Afrika Flashbacks. Die meinen nur von einer halben Stunde, meine ich, gehört zu mir. Gleich bin ich kein Ballast mehr. Ja, bald. Aus gleichem Grunde bald. Ah, oh, das ist. Jetzt schilder mal eure Basis. Ja, echt, ey. Niemand ist mehr ein Ballast. Wir sind alle. Och, die zivilisierte Menschen dutzen aus der Föderation außen, erklärt den Krieg und das erobern. So, fertig. So wie es letzte Runde gemacht. Ach, schon wieder scheiß Piraten. Ja, das ist echt ätzend. Ich hab's einmal geschafft, die komplett zu verhindern, aber die ganze Batterie war kein einzig. Ja, hab ich auch. Ja, aber du musst die Hangars bauen. Ja, das. Manchmal backen sie auch und dann kommen sie einfach nicht. Hab ich auch schon gehabt. Aber aktuell läuft. Ich erforsche gerade und innerhalb von Sekunden ist die nächste Erforschung praktisch immer die ganze Zeit durch. So, habe ich jetzt alle Sektoren, ja? Kann ich jetzt Automatik einstellen und dann mich einfach am Arsch lecken? Das funktioniert, glaube ich, nicht so gut. Das geht ganz gut. Ich habe das letztes schon gemacht. Dann musst du es mir mal erklären. Einfach auf Automatik stellen. Kannst du einzelne Planeten auf Automatik stellen. Wenn du den Sektor auf Automatik stellen musst, musst du so einen Sektormanager machen. Ja, ich weiß, was du meinst, Baldon. Das ist genau die Sache, die ich eigentlich machen wollte, aber... Okay, cool. Dann habe ich jetzt einem Planeten gesagt, produziere Energie und habe dem ein paar Ressourcen gegeben. Ich habe jetzt 6 Sektoren einfach eingeteilt. Das ist doch keine Tech-Welt. Achso, doch, ich wollte das eigentlich testen, was er dann macht. Und er macht natürlich nichts. Die baut eher weniger als zu viel jetzt. Also sie ist eher vorsichtig, du musst eher sogar nachhelfen. Das ist sehr praktisch. Ja, aber ist das dann nicht irgendwie kacke? Nö, weil es baut ja trotzdem ein bisschen wenigstens was. Besser als wenn es zu viel baut. Ja, und dann dein ganzes System platt macht. Genau, ja. Weil der baut auch, wenn du zu viele Einwohner hast und zu viele Arbeitsplätze, dann baut er nichts. Das ist schon mal gut. Aber der macht nebenbei wenigstens irgendwas und es läuft nicht so lange in den Leerlauf. Das ist richtig. Ich habe ja noch ein Wurmloch. Oh, das ist ja ganz schlecht. Das habe ich noch gar nicht erkundet. Ich weiß nicht, wo das hinführt. In ein anderes Loch. Ja, mal gucken. Ruf Mox seine Löcher. Löcher sind geil. So, liebes Forschungsschiff, wo führt dieses Loch? Ist Loch. Glaube ich zwar nicht, aber warum nicht? So, wie steht's mit der Marodeur-Reich-Zerstörungspläne? Wen meinst du jetzt? Ja, ich hab genug Punkte. Punkte? Was treibst du unten? Proof? Nix. Sicher? Was? Sicher? Ja. Oh, das ist ja eine gute. Hey, geh weg! Thank you.
Ach so, wegen dem Sturm kommen die ja nicht so schnell durch. Ein Wächter? Also, ne? Brauchen wir wirklich schon einen Wächter? Warum nicht? Nein. Wohl, ich will es nicht machen. Ja, weil Wolf möchte sich ja zum Wächter erklären. Ja, kann er doch machen, ja, wie er will. Ich weiß auch, warum er das machen will. Ich will auch dagegen spielen. Dito. Letztes Mal hat man gesehen, dass es ein paar gute Vorteile bringt, Wächter zu werden. Ja. Ja, deswegen möchte ich auch, dass er es nicht wird. Warum nicht? Wir sollen nicht so gemein zu ihm. Er ist nicht mein Freund. Er ist nicht in meiner Föderation. Wenn, dann möchte ich, dass XNXX der Wächter wird. Wow, eine Sexbot, der was Wächter wird. Eine Idee von dem scheiß Toaster, Alter. Sicher, ich war in Zukunft auf meinen Toaster. Ist eine gute Idee, ne? XNXX ist die Zukunft. Für die meisten vielleicht, ja. Und ich hab da unten unter mir einen schon gefräßigen Schwarm. Hä, wer bist du? Dein örtlicher Nachbar. Herzlich ja, Grüße. Da war ja was. Was ist teuer? Ist das teuer? Dann Veto einzulegen kostet 900 Einfluss. What the fuck? Ja, ich kann auch bald Veto einlegen, weil ich hier bald über dem. Ich bin hier über. Selimi Union. Dann werde ich der Teil des Rats. Kannst du den Ratsgröße ändern, hier nach oben katapultieren? Ich will nicht, dass da vier Leute drin sind eigentlich. Ja, aber dann bin ich drin und du drin. Und dann können wir die anderen langsam stärker, rausschmeißen. Neue Wahl ist. Du kannst ihn ja nicht rausschmeißen. Der ist dann auch drin, mit dir halt. Ja, okay, gut. Wir müssen eh warten. Sobald neue Wahl ist, bin ich dann dran. Ach, macht mehr Sinn, wow. Ja. Da ganz friedlich, baue mich friedlich auf, wie es für Sternenstein Kriegstreiber und dann als Ace-Wächter werden. Bald sind wir Stufe 4 in der Föderation. Dann kommen wir, glaube ich, noch einen Boost auf Technologiewert. Da will wir Imperator werden. Ja, lass Wolf doch machen, was er will. Nein. Es hat sich das ganze Spiel über kein Schwein drum gekümmert und hält es auf einmal Schauen seine. Diesmal bin ich dabei. Ich habe das schon die ganze Zeit im Blick. Ich bin nicht blöd. Ich habe das auch im Blick. Es ist halt nur nicht bisher was Relevantes passiert. Jetzt wird's Krieg und ich weiß seit 2 Stunden immer nicht, ob es gewinnt oder verliert. Und die für Krieg. Und die für Krieg. Die anderen machen, dafür kann ich nichts. Aber mir geht's gut. Ja, okay, was Afrika macht, das macht Afrika, ne, aber. Trotzdem. Ja, ja. Er hat ja gesagt, er ist gleich kein Ballast mehr. Gott, er hat 2 Stunden nach schon gesagt. Ja, na, hab ich schon zum Beispiel überhaupt nie gesagt, als Krieg war, hab ich's nicht gesagt. Vor 2 Stunden hast du bald gesagt. Nein, ich will keine 2 Stunden mehr. Wann ist denn dieses bald? Hast du schon nie mehr auf einer Stadt zu einer galaktischen Macht und mal die Flotte auf? Dank des militärischen Bereitschaftsgesetzes habe ich bald nur mehr mit Flottenstärke dazu. Mein Gott, Entschuldigung. Bald habe ich dann auch immer mal meine Flotten stabilisiert. Auf jeden Fall mehr Einigkeit, deswegen muss ich das mal jetzt extrem hoch boosten. Und warum mit den scheiß Dings gedacht? Okay, na, machst du schon. Ich brauche einfach mehr Ressourcen. Das ist das Problem. Ja, du hast hauptsächlich Lithoide in mein Reich gedrängt und jetzt leidet die Mineralienproduktion darunter. Oh nein, gratis Bewohner. Lithoiden, Junge, Lithoiden. Scheiße. Oh nein, gratis Bewohner.
ganz im Ernst, du gehst mir gerade richtig auf den Sack, weißt du das? Ja, er geht ist schon den ganzen Abend. Lass laufen. Ich will den Wächter nicht haben, ich will ihn in den galaktischen Rapid verbessern, dann mach ich einfach was ganz eigenes. Verbessern. Bye bye. Ach, leck mir der. Arme Beine. Oh, ich hab keine Chips mehr. Oh nein! Ja. Er war vom Planeten 14 Haus gelaufen, 295 Dienstleistungen. Jetzt langsam mal losgehen mit meiner Nierungsproduktion. Von plus 18 komme ich jetzt auf plus 149. Einfach mal verachtfacht. Ich bin bei 250. Ja, aber ich sag mal, mit plus 149 pro Runde kann man jetzt aber endlich mal anfangen, eine Flotte aufzubauen. Ja. Moment, Forschung, wo bist du? Corona-Pops nicht micromanagen, so viel außer Prioritäten setzen, oder? Weil das setzt sie genauso, wie sie nicht haben. Andauernd. Ja, ich habe die automatische Bau auch erstmal wieder ausgemacht, bis ich genug Pops wieder. Nee, nicht das Bauen, sondern die Pop-Zuordnung. Boah, Oh, direkt neben mir, geil. Bestes Leben. Ich bin ganz froh, dass sie das geworden sind und nicht meine. Proof, wirklich. Was denn? Really, Headstone, muss das jetzt sein? Es kommen so viele Nachrichten, ich kenne das alles nicht. Ja. Ich bin gerade einfach mit dem Krieg erklärt. Wieso sind wir im Krieg? Mit wem? Ich glaube, alle sind gegen mich im Krieg. Wir alle gegen Proof. Hast du dich zur Krise erklärt? Vielleicht. Ja, das hat er mit Punkte gemeint. Ja. So prom. Oh, okay, dann wird die Flotte jetzt aufgebaut. Warum sind die alle so aufgehübscht? Ich finde, die haben alle so ein neues... Guck mal, Proof hat jetzt als Hintergrund so eine Sternkarte und seine Schnecke hat einen Weizen im Mund. Find Weizen ist schon immer im Mund. Habe ich noch nie gesehen. Alter! Was denn? Das Grundgerüst der Terrenmaschine ist ja geil. Oh. Also da ist eine Sphäre, die Strom und Mineralien erzeugt. Und die kriegst du einfach mit Start der Krise. Ja, wir haben auch den Kahn. Aber du musst auch dann Planeten zerstören und dann da hier diese Upgrade. Wenn du Planeten zerstörst, bekommst du dunkle Materie. Und dunkle Materie kannst du den Kram upgraden. Jetzt wird's lustig. Ja. Ja. Auszubauen. Es wird der Nervenaufreibend. Ah, fuck, wo geht denn das andere Wurmloch hin? Also ein Wurmloch. Oh, Scheiße.
Weißt du, wo mein zweites Wurmloch hingeht? Zum Kahn. Ja, dann fahr da rein und zerleg das Mistviech. Man kann dunkle Materie auch kaufen. Das scheint so. Er hat sich zur Krise erklärt, direkt nachdem der Kahn gekommen ist. Ja. Ja. Und ich habe ein Wurmloch genau zwischen Kahn und Proof. Fuck. Ja, ich glaube aber kaum, dass Proof freiwillig durch dieses Wurmloch fliegt. Wen gehört denn das? Das gehört auch noch irgendjemandem. Ich weiß noch nicht, wer das ist. Es ist ein Computerspieler. Und der ist schwach. Also er wird das Wurmloch nicht lange halten können. Ja, ich muss das. Ja, was ist jetzt der Plan? Löschen wir erst den Kanus und dann Proof oder erst Proof ich und dann den Kanus? Ich gehe jetzt erstmal voll auf Verteidigung aufbauen. Weil ich bin jetzt mit dem Wurmloch da voll angreifbar. Ja, puh, was soll ich sagen? Bau Verteidigung auf. Was soll ich sagen? Du hast angefangen. Ich kann doch jetzt einfach offline gehen und schlafen gehen. So richtig Arschloch-Move. Wer, was? Ich bin müde, ich will ins Bett. Oh, was ist denn im Maschinenmontagekomplex? Megawerft. Im Maschinenmontagekomplex ist, glaube ich, das, was ich freigeschaltet habe. Ja, das dürft ihr jetzt freischalten, weil ich das halt schon habe. Wo hast denn du das her? Das ist halt der geile Bewohnerbauer. Krass. Wenn man den halt früh bekommt, bekommt man halt einen massiven Vorteil als Maschine. Weil ich brauche mehr Bewohner. Natürlich schließt die League of Combustion ihre Grenzen. Was denn auch sonst? Ja, ich sag mal, aktuell fühle ich mich vom Kahn jetzt auch nicht so bedroht, weil der Kahn halt hier bei Zergschwamm Muslimi Union ist. Nee, der ist bei mir gerade, du Flachpfeife. Ja, du bist nicht in meiner Föderation, also stirb. Wunderbar, die ist. Aber Spaß, dann mach ich einfach den Move. So, aber viel Spaß. Viel Spaß mit den Dings. Ich gebe freiwillig meine Dinge her, ja? Viel Spaß, jetzt geht er zu Enke auf, ey. Was? Ich einfach immer gerade bei Flotten und kümmere mich jetzt um Proof ein bisschen. Jetzt, Hättest du es eigentlich kein Problem, du hast das Mal zu weit aufgerissen. Du warst Zergscham, oder? Na, was? Du bist Ich bin der, was zum Wächter ernannt werden will, aber Hetzern ist natürlich vorbei. Jetzt kennt sich ein Wächter selber. Oh, ein Kasekbox kann sicher gut Wächter werden. Oh, der Schwarm hat sich auch angeschlossen. So, jetzt haben wir zwei Krisen. Ausgewachsene Krisen. Ja, aber jetzt richtig geil. Zwei große Reiche und Proof, der was in der galaktischen Kombi ja, aber jetzt haben wir halt Proof, der direkt neben diesem Kahn ist. Ja, das ist ganz praktisch. Ja. Na, warum? Ich noch du regst dich jetzt gerade auf, na, weil du uns noch Dienst erwiesen hast. Na, dann fliege ich einfach zu Enke rein. Ich hab zwei Wurmlöcher. Warum sollte die nicht zu Proof fliegen? Ja, ich hab auch meine Flotten und die kann denen helfen. Einfach. Aha. Keine Ahnung, was die Leute machen. Ich bin eine friedliche Endzeitkrise. Ja. Ja. Und die Dostar und Sechs. Ja, hauptsächlich der Dostar regt sich da über irgendwas auf. Na super. Das wird eine tolle Runde. Yep. Ja, soll ich mal durchs Wurmloch bei dir kommen, da XNXX? Hier, mach was du willst, ich werde schon angegriffen mit 10k. Wo denn? Ach, da. Ja. Also ich fände es lustig, wenn gleich kommt, der Großkahn ist gestorben. Oh. Dann hättest du dich so sehr aufgeregt. Oh, das ist aus. Das dauert ein bisschen, bis ein alter Schwächer stirbt. Der kann ja auch von der Prostituierten ermordet werden. Ja, wenn er zeitlang Schlachten verliert. Ich hab schon so oft gegen den Großkahn gekämpft. Ich kenn die Dings nicht, weil er kann er verrecken, weil er es mit einem großen, mit einem gefallenen Reich anlegt. Weil er von einer Sworteinheit umgelegt. So, ich baue mir jetzt friedlich auf. Aha. Das war knapp. Ja, das ist jetzt auch friedliches Gruppensterben da, ne? Was? Woo! Supernova. Was war das denn? Der Puff hat die Sterne in Luft gejagt. Er hat jetzt was zerstört, damit kriegt er jetzt dunkle Materie, damit kann er sein Ding schneller ausbauen. Du
Bescheid. Ja, er hat eine Supernova erzeugt, ganz einfach. Und es hat mir Spaß gemacht. Er zerstört jetzt halt Dinge. Wo ist denn das Teil? Ich will es gerne nochmal sehen. Panic habe ich zerstört. Nein, bei seinem Hauptplaneten ist diese Supernova, die er gebaut hat. Hier sein Superteil da. Das ist die Bombe. Er kann einen Sternzerstörer bauen, wortwörtlich einen Sternenzerstörer. Und der ist sogar mal richtig schnell beim Zerstören von Sternen. Ja, der ist wirklich schnell und dann noch richtig geil. Der schaut richtig nice aus. Okay. Panic. Der hat einen Admiral. Auf jeden Fall kannst du jetzt aus Panic da mehr Kram rausziehen. Oh, ich werde gerade was gemacht. Oh ja, ich sehe es schon. 21.000. Die du aber gerade einfach wegmachst. Ich habe halt gute Einheiten. Die Kahnflotte ist halt sonderlich stark. Die ist technologisch sehr weit hinten. Soll ich da mit meinen Truppen kommen? Ich habe hier gerade 11.000, die da helfen könnten bei dir. Ich weiß auch nicht, wenn er länger da durchgeht, dann bräuchte ich Hilfe, ja. Ja, ich sag mal, ich bin jetzt nicht in so einer bedrohten Position. Du kannst gern machen. Oh, der baut da nämlich schon. Danke für nichts. Und wir haben hier ja unser Rumpelstilzchen, was jetzt hier versucht mitzukämpfen. Quatsch, Afrika? Nee, ich rede von Rumpelstilzchen, nicht von Afrika. Kommt schon die nächste 20k-Flotte. Also entweder hilfst du mir oder schließt mich den auch an. Da hab ich keinen Bock drauf. Wo ist denn der Typ? Do it. Jetzt kommt meine 30k-Flotte, aber... Ja, ich komm jetzt hier, ich flieg jetzt zum Wurmloch da bei dir und komm da... bei dem Wurmloch, von wo muss ich dann links? Guckt einfach, wo ich angegriffen werde. Flieg einfach dahin, Mann. Okay. Aber durchs Wurmloch bin ich schneller da, oder? Flieg doch einfach dahin. KI macht automatisch schnellste Weg. Ja, du wirst da oben in der Ecke angegriffen. Dann fliegt der nicht durchs Wurmloch. Wurmloch wäre... Habe ich nicht erforscht. Kannst du mir die Sensorverbindung teilen? Keine Ahnung, ob ich das kann. Ja, Moment. Tata, Diplomatie. Geht nicht. Der Terrorphasenmaschine ist dann das, was dir Mineralien und Strom könnte, wie? Ja. Alles muss sterben. Alles muss sterben. Proof tötet deinen Mitspieler. Ach, jetzt seid doch mal ganz entspannt. Wir doch schon, oder versucht es zumindest. Nee, ich greife überhaupt keinen Mitspieler an. Ich habe eigentlich was anderes vor. Ich will hier kurz weg, aber die Verteidigung ist nicht stark genug wahrscheinlich. Ja, ich bin auf jeden Fall auf dem Weg. Ja, ich will aber was anderes machen.
Was ist los, dass Pluf seine Systeme hochjagt? Nichts. Afrika, willst du nicht auch kurz mit mir dahin fliegen zum Verteidigen? Ich dachte wegen Proof habe ich meine Vorliebe da, aber okay. Ja. Wenn ich komme. So. Proof, du wärst gebraucht. Wo wär ich gebraucht? Wo seid ihr denn? Wird Proof nicht gerade ziemlich fertig gemacht? Hä? Ich glaube nicht. Warum? Ihr habt mein Flottelet bei mir geparkt, das war's. Ich mochte ja, Proof hat da so einen fetten so eine fette Schneise in sich. Ja. Ich habe überhaupt keine Schneise in sich. Da ist gar nichts. Ach so, das da unten. Ah, hab ich gar nicht mitbekommen. Ach! Ja, kein Ding. Also das da. Ja, weißt du. Das ist die Ecke, wo ich keine Station bauen wollte. Flottenlimit. Ja, ich komme langsam in Richtung Flottenlimit. Ich bin gerade nonstop am Bauen. Ja, ich habe jetzt fertig. Und meine 10.000er Flotte ist gerade schon auf dem Weg zu dir. Moment, warte, es sind 12.000. Meine Karte ist nicht immer so stark, aber ich habe gerade andere Pläne. Ich habe einfach andere Pläne. Ich fliege jetzt weg. Was ist das denn? Hallo, ich bin die Endzeitkrise und darf bei dem nicht rein wegen einem. Ich bin die Endzeitkrise und darf bei dir nicht rein, weil du mir keine offenen Grenzen gegeben hast, oder was? Ja. Gab's jetzt gerade wirklich. Wir laufen mit der Rettung der Galaxis. Was willst du denn gerade machen mit deinen hier Truppen, non-konform? Was anderes. Stimmt doch mal Senat dagegen anstatt dafür. Wir brauchen nicht noch einen größeren Rat. Okay. Ah ja, ich bin jetzt auch Teil des Rats. Jetzt bin ich natürlich dagegen, dass der größer wird. Ja. Da willst du hier den Leviathan töten oder was? Ja. Okay, da bin ich direkt daneben. Sag, wenn's losgeht. Ich mach den allein Platz. Du wolltest die Grenze verteidigen. Ich komm trotzdem mal mit, weil ich da eh die ganze Zeit durch muss und wenn er weg ist, komm ich da besser durch. Ich wollte den allein Platz machen. Ich klau dir da nix. Das ist ja eh ein Forschungsprojekt, was dann gespawnt wird. Weil ich habe ihn schon. Ja, ich bin mit drin gewesen. Was ein Ding, dieser Sternzerstörer. Oh, er hat meine Armee vernichtet, meine. Nee, ist er nicht. Er ist an der anderen Seite. Okay, gut. Also, wo soll ich verteidigen am besten? Bei Schulmark da oder zum weiter vorne? Ganz oben. Einfach ganz oben im Norden. Bei Klila. Siehst du ja, wo das schwarze Loch da ist. Ja, nein. Ach, da wo Zeitbreak ist. Ach ja.
nah fallen die ein und greifen an. Hast du ein Wurmloch da? Ja! Sag ich schon die ganze Zeit. Du hast halt schwarzes Loch gesagt, da war ich verwirrt. Sehr schön. Megabauten, Konstruktion, Reduktion. Wahrscheinlich gerade eigene Forschungen dafür dann? Für das Teil? Nö, es wird einfach ausgebaut. Und je mehr Stern zerstörst, desto schneller wert ist, oder? Ja. Er kriegt da ja durch die zerstörten Sterne dann schwarze Materie und mit schwarzer Materie baut er halt die Stufen aus. Ja. Also im Endeffekt könnte man sagen, umso schneller geht's dann. Tja. Verteidigungsflotte auf den Weg. Hast du da oben bei Kleela auch Schiffswerften? Oder kann man bei verbündeten Schiffswerften nicht upgraden? Ich hab da oben keine, außer in meiner Heimatwelt. Da zieht er sich schon zurück. Kannst du zwei Schiffswerften da hinsetzen oder so, wenn's geht? Grad nicht. Ich hau auf dem Weg dahin eine. Wo? Da bist du schon dran vorbei. Wenn ich jetzt hier auf Upgrade klicke, dann fliegt der bis ganz nach Hause, okay, ja. Ja, dann geht's nicht. Dann nicht. No, warte mal. Baugeschwindigkeit für Megastruktur mal erhöhen. Und ja, die schwarze Lochdinger, die produzieren ein von den dunklen Materiendingern. Ja, das was ich meine, du musst halt ein paar mehr von holen, dann kriegst du hier deinen Scheiß zusammen. Gibt's jetzt wirklich Tipps, wie man das macht, oder? Nee, er muss mir keine Tipps geben. Es ist jetzt auch kein krasser Tipp, dass man hier warum kriegen wir eigentlich so spät erst eine Meldung über Föderationskollision? Ich glaube erst, wenn es so bald neu ist. Aber ich habe zwei Gesandte hingeschickt. Ja, ich habe jetzt auch was hingeschickt, damit wir das wieder aufbauen. Weil die 10 XP pro Monat wären ja schon nice, damit wir auf Stufe 4 kommen. Wir werden allen laufenden Endgame-Krise erhalten, 20% Forschungszuständigkeit. Das wäre wirklich praktisch. Ja, Proof ist ja eine Endgame-Krise, oder? Ich bin in der Endgame-Krise, so wie ich gerade bin, ja. Ja, dann bekommen wir, sobald wir das erreicht haben, plus 20% Forschungszuständigkeit noch auf. Nett. Okay, da kommt die nächste Angriffsflotte, aber meine Flotte ist auch keine 12 Sprünge entfernt mehr. Liegen aber außen rum. Soll ich denn nach Iras? Nein. Ja, Iras dürfte das halten. Wie geht dieser Folgenbefehl?